Wenn ich dann verliebt bin, und ich verliebe mich nicht so einfach, aber wenn, dann bin ich da so drin, dass ich echt für keinen mehr erreichbar bin. Und dann würde ich auch in einer Pappbox nach Thailand irgendwo ziehen und würde, also dann zählt nichts anderes mehr für mich. Also ich bin da ganz schlimm. Nice am Stil Lifestyle. Der GQ Podcast mit Janine Ullmann. Freunde, es ist Donnerstag. Das heißt, es ist GQ-Podcast-Tag. Willkommen beim GQ-Podcast Nice am Stil Lifestyle. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist ja hier der Podcast, in dem ich auf der Suche bin nach dem modernen Mann. Was ist denn so ein moderner Mann? Was muss er denn können? Wie sollte der denn sein? Ich habe das Gefühl, dass wir ihn möglicherweise hier heute finden. Ich habe nämlich wirklich einen ganz tollen Mann hier heute zu Gast. Er hat zusammen mit seiner Band Tokyo Hotel die größten Erfolge gefeiert, die man als Musiker, ich würde mal sagen, überhaupt so feiern kann. Mit Durch den Monsun gab es den großen Durchbruch, da war er gerade mal 15. Das Album Schrei war 65 Wochen auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, hat sich über 1,5 Millionen Mal verkauft. Unter dem Eiffelturm haben sie gespielt am französischen Nationalfeiertag. In ganz Europa wollte man plötzlich Deutsch lernen, und zwar wegen ihn. Tokyo Hotel haben vor allen Dingen aber eins geschafft, das auch nicht viele schaffen. Sie haben es nämlich aus Magdeburg rausgeschafft. Er ist für mich das kreative Mastermind und wirklich einer der ganz wenigen Superstars, die wir in Deutschland haben, und einer der charismatischsten Menschen aus der Musik- und Modewelt. Und ich freue mich unglaublich, dass er hier ist. Mir gegenüber Bill Kaulitz. Hi. Hi. Ja. Was ein schönes Intro. Oh, schön, das freut mich. Ja, schön war's. Du siehst toll aus. Danke. Du hast gerade schon gesagt, mal gucken, ob irgendwas klappert. Ja, ich habe immer ganz viel Klunker um, ne? Ich bin immer so voll behangen. Voll. Und ganz viele sagen dann immer, nee, Bill, das geht nicht, du musst alles abmachen. Und wenn ich in einem Studio bin, bin ich auch immer erstmal damit beschäftigt, alles abzunehmen und abzuschrauben. Aber ich glaube, es geht. Es sieht cool aus. Du hast einen Vogue-Hoodie an und du hast eine Chanel-Kette um, eine Perlenkette, so eine doppelte. Ja. Sehr, sehr stylisch. Sieht cool aus. Ich habe was für dich. Oh. Gleich am Anfang. Geschenke. Ich habe ein kleines Geschenk. Ja. Ich weiß nicht, ob es also vielleicht für dich ist oder vielleicht eher für dein Hund. Ach, sehr gut, der wird sich freuen. Ja, der wartet nämlich im Hotel auf mich. Ist der dabei? Der ist immer dabei. Ach, der Quatsch. Wird sich sehr freuen, und vor allem ist der ein totaler Fresssack. Also wenn ich dem was hinstellen würde, der würde, glaube ich, fressen, bis er umfällt. Der ist eine englische Bulldogge und die essen sehr, sehr gerne. Also und sehr viel. Und der wartet immer im Hotel, der kommt auch meistens mit, aber ich dachte, der klimpert dann noch mehr, also lasse ich ihn lieber im Hotel. Weißt du, was ich nämlich dachte, oder was ich, als ich das gesehen habe, dieses Hundefutter, da steht nämlich drauf, vom Bio-Bauern, und da ist auch noch Dinkel mit dabei. Da dachte ich mir, du bist bestimmt ein Typ, der auf genau darauf achtet, was sein Hund zu fressen bekommt, oder? Ich muss sagen, ich achte bei ihm mehr drauf als bei mir selber. Also ich zum Beispiel achte gar nicht darauf, was total schlimm ist. Und jetzt hier in Deutschland esse ich nur Brot, weil in Amerika haben wir nicht so geiles Brot. Und hier voll das Klischee, oder? Nein, das stimmt. Stimmt das wirklich? Das stimmt total. Es gibt ja auch kein Schwarzbrot. Das Toast, das schmeckt alles nicht so wie hier. Und wenn wir dann in Deutschland sind, dann ist so ganz typisch, ich hau mir so das ganze Brot, den Bäcker, das alles rein. Wir wollen unbedingt einen deutschen Bäcker aufmachen in L.A., weil das braucht es. Das ist eine saugute Idee. Ja, was ist dein Lieblingsbrot? Was muss dann dort auf jeden Fall verkauft werden? Also ich mag eigentlich so richtig schön Schwarzbrot, einfach mit schön Butter und Käse drauf und so. Und ich hau mir dann das morgens schon rein, wenn ich irgendwie in Deutschland bin. Darum, ich esse nicht so gesund. Und bei meinem Hund Stitch achte ich schon viel mehr darauf. Also der kriegt zum Beispiel, der wird gebarft. Das heißt, der kriegt eigentlich nur Bio-Rindfleisch und bekommt nichts anderes. Ja. Würde der das, da ist jetzt Huhn drin, würde er das fressen? Er würde es lieben, weil wahrscheinlich sein Essen ein bisschen einseitig ist, ne, weil er bekommt immer nur Rind. Das heißt, alles, was anders ist, das wird er sofort inhalieren. Sag mal, und in Amerika ist das ja, glaube ich, noch ein bisschen krasser mit Haustieren und gerade mit Hunden. Ich habe gesehen, da gibt es ja dann auch so Spas nur für Hunde. Ja. Da dürfen nur Hunde rein. Ja, und so Daycare, ne? Also ganz viele Leute geben dann, die können einfach wegen dem Job dann ihre Hunde nicht dabei haben, und die geben die dann so in den Kindergarten einfach, ne? Hundekindergarten. Und dann kriegen die noch die Fußnägel gemacht und dann werden die noch schön gewaschen und dann geföhnt. Lernen die noch surfen zwischendurch. Ja, genau. Das machen die ja auch noch in L.A. Ja, das stimmt. Also Hunde, so einen können wir ja hierher bringen. Wir bringen einen deutschen Bäcker nach L.A. und vielleicht so ein Doggy-Spa mal hier nach Berlin. Also in Berlin dann, keine andere Stadt. Also ich bin immer am liebsten in Berlin, wenn ich in Deutschland bin. Du bist voll lange schon in Berlin, ne? Genau, ich bin jetzt schon 3 Wochen in Berlin. Ich war vorher ganz kurz in Hamburg und bin jetzt auch noch echt
lange hier. Also was machst du denn die ganze Zeit hier? Also ich meine, jetzt ist es doch am schönsten in L.A. zu sein. Ich weiß, gerade, wir oder? Haben uns echt eine doofe Zeit ausgesucht eigentlich. Obwohl L.A. ist gerade auch nicht so geil. Also da waren ja die Brände jetzt. Ja, stimmt. Ich bin total froh, dass wir gerade mal ein bisschen Luft bekommen. Also ich bin bei mir echt aufgewacht und es war blau im Haus. Und du wachst echt auf, weil du das Gefühl hast, da ist jetzt ein Lagerfeuer in deinem Haus. Weil da so viel Rauch entwickelt. Und ich bin total weit weg von den Feuern. Also es ist nicht so, dass die in der Nähe sind. Du siehst die auch nicht, aber du kannst die Stadt gar nicht mehr sehen. Ich kann eigentlich echt, die haben einen super schönen View und kann die ganzen Stadtlichter sehen. Und jetzt gerade gar nicht. Du siehst echt deinen Nachbarn nicht. Also es ist so, du kannst die Luft schneiden. Ist das nicht besser, wenn man den Nachbarn nicht sehen kann? Doch, total. Das liebe ich eigentlich. Hast du da viele Nachbarn um dich herum? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das so ein freistehendes Haus mit ganz viel Platz drumherum? Also ich bin in den Hills, das heißt, ist es eh ganz individuell. Das ist so, die wohnen alle auf unterschiedlichen Höhen. Ne? Also das ist total, also wirklich richtig Natur eigentlich auch. Du bist aber innerhalb von 10 Minuten unten auf dem Sunset in allen Restaurants und allen Bars und so. Also ist eigentlich perfekt. Und du kriegst wenig mit von deinen Nachbarn. Das liebe ich sehr. Also das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und surfst du dann auch eigentlich? Nee, oder? Überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser. Ja? Warum? Vor der Tiefe? Oder ja, vor dem, was da so also ist? Also ehrlich gesagt glaube ich, weil Tom mich immer untergetaucht hat, als wir jung waren und dann so ein paar Freunde so üble Scherze gemacht haben mit dann runtergluckern und draufsetzen und mich nicht hochlassen. Und ich habe irgendwie noch ein Trauma. Ich habe also auch das Tauchen so weit runter und nur so eine Maschine, mich darauf zu verlassen, das könnte ich gar nicht. Ich liebe Schnorcheln. Ja. Das finde ich schön. Also es ist schon schön weit oben, da kann man ein bisschen gucken. Absolut. Das ist auch mein Maximum. Ehrlich gesagt. Aber so ganz tief runter, ich weiß es nicht. Ich finde es ja auch so spannend, weil wir kennen ja der Fakt, dass wir nur 5% von unserem Ozean kennen, also vom Wasser auf unserem Planeten, das ist ja Wahnsinn. Ne? Wer weiß, was da unten wohnt alles und was da lebt. Ich glaube, da sind noch Arten und Welten, also who knows. Was ist das Schlimmste, was da unten wohnen könnte? Ich weiß nicht. Ich meine, eigentlich wünsche ich mir insgeheim, weil ich total an Aliens glaube, dass da unten wirklich Aliens schon sind und dass die da leben. Dass die so in ihrer Unterwasserwelt sind? Total. Dass da wirklich Städte sind und Welten sind, dass die da die ganze Zeit unten leben und da ist nochmal eine ganz andere Welt, die wir noch gar nicht entdeckt haben und die da existiert. Also die Vorstellung finde ich wahnsinnig schön eigentlich. Und sind die dann so beim Bermuda-Dreieck vielleicht da in der Gegend? Ey, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die könnten echt überall sein. Aber es gibt ja ganz viele Theorien. Ich bin da schon ganz tief eingestiegen. Es gibt ja auch welche, die leben in den Bergen, in so restricted areas, wo man gar nicht richtig hinkommt. Dann gibt's aber so ein paar Aufnahmen von Google Earth, die mir dann meine Freunde zeigen, die auch alle total eingestiegen sind und die dann zeigen, wie die mit Leuchtanzügen rumlaufen. Ach, und Quatsch. So. Also es gibt ganz cooles Zeug, was ich dir zeigen kann. Ja, mach das wirklich. Aber ich überlege gerade noch, wenn die da so unter Wasser sind, was machen die so den ganzen Tag? Ich meine, chillen die da oder planen die was? Vielleicht haben die ja auch so einen richtigen Alltag wie wir und die müssen dann auch zum Einkaufen irgendwo ein paar Algen pflücken und ihre Familie zu Hause ernähren. Mit einem kleinen Körbchen. Ja, vielleicht sind die auch so, ey, heute ist Wellengang, heute ist nicht so schönes Wetter. Und mein Fahrradreifen ist irgendwie auch wieder vielleicht kaputt. Vielleicht haben die auch irgendein Corona da unten und müssen auch eine Maske aufsetzen, wer weiß das. Ich finde es eine interessante Welt. Vielleicht sollte man da doch mal ein bisschen mehr eintauchen. Ja, ich fände das schön. Du bist auf jeden Fall in eine sehr krasse Welt eingetaucht, ganz, ganz früh in deinem Leben. Wie fandst du diese Überleitung? Wahnsinn, oder? Wahnsinn, die war gut. Thomas Gottschalk hätte es nicht besser gekonnt. und das war wirklich, das ging so früh los bei dir. Du warst so früh schon so kreativ, du hast so früh schon Texte geschrieben und dann gab es diesen fetten Durchbruch, ich habe es ja gerade gesagt, mit 15. Das war komplett euer Teenager-Alter. Da seid ihr schon um die Welt gechattet, da hattet ihr 1000 Interviewtermine, alle wollten was von euch und ihr habt aber auch plötzlich so, glaube ich, wäre jetzt so meine Vorstellung, so ein bisschen dieses süße Leben auch kennengelernt, oder? Wie war denn damals die Zeit für dich? Also was war euer Lifestyle damals? Wie würdest du den beschreiben? Also die ersten Jahre ist es natürlich erstmal ein totaler Rausch. Ich meine, klar, wir waren 15 und dann heißt es, ey, ihr müsst nicht mehr zur Schule gehen. Und dann so, wow, okay, wir können jetzt Rockstars sein. Perfekt, okay, mega. Hätte nicht besser laufen können. Und dann ist das echt ein Trip, die ersten Jahre. Ich meine, klar, wir waren 4 Freunde. Wir sind dann zusammen aufgewachsen und
auf einmal hast du so mit 15, 16 alles zur Verfügung, was du dir vorstellen kannst. Ne? Ich weiß noch, ey, in Hotels schlafen und trinken und essen, was wir wollen. Und alle Läden und Bars und Clubs wollen dich da haben. Wir haben natürlich ohne Ende gefeiert, aber auch natürlich wie verrückt gearbeitet. Ich glaube, wir waren nicht zu Hause die ersten Jahre. Wir waren halt nur unterwegs. Wir hatten ja auch alle kein Privatleben. Also du kommst ja mit, ne, du kommst aus der Schule, dann eigentlich wohnst du bei deinen Eltern. Also so wirklich Privatleben hat man ja da nicht. Man hat so seine Freunde, aber man ist halt als Teenie, ist das so deine Welt irgendwie. Und ja, und dann gab es für uns auf einmal nur noch die Band und die Arbeit und dieses Rumreisen. Und dann aber auch natürlich irgendwann merkt man dann totale Isolation. Wir hatten ja so unsere ganz eigene Welt, die wir auch nicht verlassen haben. Und alles ist ja indoor irgendwo passiert. Ne? Also in geschlossenen Räumen, immer Hotelzimmer, Gardinen zugezogen, immer schnell rein, schnell raus, überall Fanbelagerung. Und ich glaube, man denkt ja auch immer von außen, ach, das ist so cool, man sieht irgendwie die ganze Welt. Ist ja eigentlich gar nicht so. Ne? Man steigt in irgendein Flugzeug ein, dann kommt man irgendwo an, dann wird man in irgendein Auto gefrachtet, dann kommt man irgendwo in einem Hotel an oder am Set, an der Location und dann geht's schon wieder weiter, oder? Total. Ich habe nie irgendwas gesehen. Ich bin auch so extrem, wenn heute immer Leute sagen, ja, die und die Stadt und die erzählen irgendwas, dann sage ich immer, ich glaube, ich war schon mal da, aber ich weiß es nicht. Ja. Also bei mir steht auch immer auf den Setlisten auf der Bühne steht immer ganz groß die Stadt, weil ich wirklich schon ein paar Mal die falsch gesagt habe, weil ich einfach nicht wusste, wo ich bin. Ja. Und die natürlich auch alle gleich aussehen. Und natürlich fürs Publikum ist das maximal beleidigend, weil die denken natürlich, ey, der freut sich heute ganz besonders in Berlin zu spielen. Und teilweise weißt du gar nicht, dass du in Berlin bist, weil es schon der dritte Stopp an dem Tag ist und wir über Nacht von irgendwo anders kamen. Und du siehst natürlich nicht viel. Nee, irgendwann fällt dir auf, krass, ich war auf der ganzen Welt, aber ich habe die Welt eigentlich noch gar nicht gesehen. Mir ist mal was passiert, da hat jemand, den habe ich dann irgendwie auf irgendeinem Job wieder getroffen, zu mir gesagt, hey, weißt du noch, wir haben uns damals mal in Monaco gesehen. Und ich war so, ehrlich gesagt, ich war noch nie in meinem ganzen Leben in Monaco. Also garantiert nicht, ne? Und er so, doch, doch, wir waren da in Monaco auf dieser Yacht. Weißt du das nicht mehr? Und ich so, hä? Wenn ich auf einer Yacht gewesen wäre in Monaco, das wüsste ich doch. Und dann meint er so, das war zur Formel 1. Du hast mich da sogar interviewt. Und ich war so, okay, jetzt ist alles klar. Du verwechselst mich definitiv. Ich war noch nie auf einer Yacht bei einem Formel 1 Rennen vor Monaco. War ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann hat er mir ein paar Tage später, ich habe ihm meine Mailadresse geschrieben, weil er mir das beweisen wollte, hat er mir tatsächlich einen Ausschnitt davon geschickt. Oh nein, und das war's wirklich du? Ich war es wirklich. Und ich habe es nicht mehr gewusst. Und ich meine, bei mir ist das Pensum ja ein kleines bisschen anderes gewesen als bei euch. Also ich kann mir nur ungefähr vorstellen, was da bei euch los gewesen sein muss. Hast du auch solche Geschichten, wo du sagst, das kann nicht sein? Ich habe das so krass. Ich habe gerade, ich schreibe ja gerade meine Autobiografie und meine ersten 30 Jahre und muss da nochmal wirklich mich zurückerinnern. Und ich habe es auch im Buch geschrieben. Ich habe teilweise echt Angst, Alzheimer zu haben und habe das Gefühl, ich habe es jetzt schon, weil ich denke, ey, oder meine Festplatte ist einfach voll und ich weiß einfach viele Sachen nicht mehr. Und dann habe ich manchmal Freunde, die mich dann erinnern an so Details und dann gucke ich die an und sage so, ey, wie schön, dass ihr diese Geschichten noch kennt und diese Details, weil ich weiß die nicht mehr. Ich weiß sie einfach oft nicht mehr. Und zum Glück haben wir Telefone, wo wir echt jetzt Jahre zurückgehen können und einfach in die Jahre scrollen und nochmal nachgucken, was da war. Das hat mir auch total geholfen, weil ganz oft würde ich es nicht mehr zusammenkriegen. Waren wir jetzt erst in Amerika, waren wir dann nochmal in Deutschland, was haben wir eigentlich gemacht? Und leider, ich verrate euch jetzt einen Trick, also wenn ihr auf mich zukommt einfach und dann sagt, hi Bill, na, wie geht's? Du kannst davon ausgehen, dass ich dann sage, hi, und dir eine Umarmung gebe und keine Ahnung habe, wer du bist. Ich das aber aus Nettigkeit mache, weil ich denke, bestimmt haben wir uns irgendwo schon mal gesehen, ja, und das nutzen, glaube ich, ganz viele Leute aus, die dann einfach kommen und sagen, ey, na, hi, und ich dann so, hi, hi. Also man rennt auf dich zu und sagt einfach hi. Vielleicht umarmt man jetzt gerade im Moment nicht ganz so doll. Genau, aber eigentlich konnte man das gut machen. Und ganz viele Leute, die dann mit mir unterwegs sind, sagen, nee, und wer war das? Und ich so, ich weiß es nicht. Ja, aber ganz ehrlich, da ist ja voll leicht für Leute, sich dann so ranzuhängen, oder? Total, darum, ich hätte es auch jetzt nicht verraten sollen, weil jetzt machen das wahrscheinlich dann alle. Aber ja, ich denke dann immer so, ey, bestimmt gibt es irgendeine Story und bestimmt haben wir uns mal gesehen. Und ich finde es dann so wahnsinnig enttäuschend für den anderen zu sagen, oh, ich kann mich gar nicht
nicht mehr erinnern. Und wahrscheinlich hat man einen total schönen Abend mal zusammen gehabt. Und ich denke so, ach, ich will die Enttäuschung lieber dir ersparen. Darum umarme ich dann lieber. Ich finde das sehr höflich. Ich finde, es zeigt irgendwie, glaube ich, also würde ich mal denken, wie du so aufgewachsen bist wahrscheinlich auch. Oder was ihr für Werte mitbekommen habt. Gehörte das dazu, dass man so höflich war miteinander? Total. Ich glaube, das ist auch das, was uns auch in der Band so verbindet, glaube ich. Also ich wurde gefragt, so warum seid ihr eigentlich noch nicht verstritten oder ne, haut euch die Köpfe ein nach all den Jahren? Und ich glaube, wir sind vor allem Familie. Also ne, das ist so, steht vor allem. Also wir sind in erster Linie beste Freunde und sind zusammen aufgewachsen. Wir sind wie Brüder. Und dass wir auch eine Karriere zusammen haben und die Band zusammen haben, das ist für uns so fast nebensächlich und normal. Das ist so, ja, das machen wir halt irgendwie. Und das lieben wir auch alle, das verbindet auch. Aber wir sind vor allem Familie. Und das steht so vor allem und oben drüber. Und darum haben wir auch dieses Ego-Ding nicht, dass wir dann gucken, ey, der eine denkt dann, ey, ich will auch mit aufs Cover oder so, solche Art von Gesprächen, das haben wir überhaupt nicht und das hatten wir auch nie. Und ich glaube, das ist natürlich auch, weil wir alle aus der gleichen Region kommen, wir sind alle ähnlich aufgewachsen, ne? Wir kommen alle von ganz wenig Taschengeld. Ich meine, Tom und ich, ne, wir sind aufgewachsen in ganz, ganz armen Verhältnissen eigentlich. Also wir hatten teilweise, mussten wir gucken, irgendwie, dass wir durch einen Monat kommen mit Essen und so weiter. Und wir kommen alle, ne, aus so einem Umfeld und aus so einer Region und darum verbindet uns das, glaube ich, einfach. Und darum können wir auch, glaube ich, die Welt, in der wir leben und in der wir die wir uns dann auch so gebaut haben, ganz anders wahrnehmen und wertschätzen. Ja, wahrscheinlich ist genau das, was man euch dann oder dir auch anmerkt, finde ich. Irgendwie dieses Bodenständige trotzdem bei all dem Trubel, ja, der da war und nach wie vor ja auch immer noch ist und auch ganz lange noch bleiben wird. Und wenn du auch sagst, so ihr seid vielleicht dann auch bisschen bescheidener aufgewachsen. Ich bin auch so aufgewachsen mit meiner Mama, so im Plattenbau in Erfurt. Und wir sind ja quasi gar nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen. Ja, wir sind ja eigentlich beide Ossis. Ja. Sprichst du, ey, ganz ehrlich, wenn ich habe mir das, irgendwann wurde mir das so ein bisschen wegtrainiert, dieser Dialekt. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh mittlerweile. Ich bin so froh. Bei dir hört man ja auch gar keinen Dialekt. Ich bin so froh. Wir hatten, also ich gucke mir immer alte Interviews an und wir haben, also es hat uns niemand wegtrainiert, sondern es ging wahrscheinlich dann irgendwann automatisch weg. Mir war das nie klar, hätte jemand damals gesagt, oh, ihr habt einen ganz schlimmen Dialekt, da hätte ich gesagt, was, überhaupt nicht. Aber wirklich, wenn ich mir das angucke, so vor zweieinhalb Jahren, also das war ganz, ganz extrem. Also die ersten Interviews, das ist lustig, du teilweise musst es untertiteln, weil du denkst, ey, keine Ahnung, was die da erzählen gerade. Ja, ich glaube, das ging halt irgendwann weg, aber es war mit dem Englischen auch so. Ich weiß noch, die ersten Interviews, die wir gemacht haben, ich konnte überhaupt kein Englisch und ich weiß, als wir nach Amerika gezogen sind oder dann auch in Amerika Interviews machen mussten, wir hatten immer einen Dolmetscher dabei und die Amis dachten immer, hä, warum bringen die jetzt einen Dolmetscher mit hin? Und das war teilweise auch echt doof, weil in so Live-Sendungen oder bei MTV, da musste noch jemand übersetzen, die Witze funktionieren natürlich nicht so schnell. Aber ich war so schüchtern, ich hatte auch so Angst, das falsch zu machen und wollte mich nicht blamieren. Yeah. Und darum hatten wir immer einen Übersetzer. Und ich war jetzt die ersten Jahre auch in Amerika, habe ich fast nie mit jemandem gesprochen, weil ich immer Angst hatte, dass es falsch ist. Oh, ja, ich kenne das total. Ja. Ich habe das heute noch manchmal, dass ich bei einfachsten Sätzen dann nochmal fünfmal überlege, ob man das wirklich jetzt so sagt. Obwohl es totaler Quatsch ist, weil man ja ganz normal reden kann. So. Voll. Also wenn es jetzt auch nicht immer ganz perfekt ist. Das ist aber das Gute an Engländern und Amerikanern, die nehmen einem sowieso eigentlich nichts übel, ne? Überhaupt nicht, die helfen einem auch total. Ja. Also ich habe so Freunde in L.A. heute noch, die haben immer meine Sätze beendet am Anfang. Und ich war da so dankbar für, weil ich dachte, ja, ja, genau, die wissen, was ich sagen will. Ja, okay, perfekt, danke. Und darum, also eigentlich kann man da ganz entspannt sein. Ja. Aber ich habe auch echt nicht so gut aufgepasst früher in der Schule. Obwohl ich muss auch sagen, wir haben auch immer Deutsch geredet in der Schule, im Englischunterricht. Ne? Also du lernst dann so Vokabeln und sowas. Aber so dieses Smalltalk und dieses ganz normale Quatschen, das haben wir in der Schule gar nicht so gemacht. Und darum, ja, und ich habe auch nicht so gut aufgepasst. Ja, und du hattest ja auch nicht so viel Zeit. Genau. Sind wir mal ehrlich. Ja, also mit 15 war es ja dann vorbei mit der Schule. Ich war dann ja nicht so lange in der Schule. Ja, eben. Du hast dir das ja eigentlich am Ende noch alles selber oder über die Fernschule oder wie sagt man das? Ja, so Fernschule, Fernlernen, genau, das war dann so eine, weil in Deutschland gibt es das mit Privatlehrern nicht so. Mhm. Das heißt, ich glaube, das wird nicht anerkannt. Also du kannst dir einen Lehrer holen, aber du musst trotzdem, glaube ich, in so ein Gebäude und deine Prüfungen ablegen und irgendwie da sein. Und es gibt eine Schule, die das sozusagen angeboten hat damals, dass man das übers Internet und Fernlernen machen kann, wie so ein Fernstudium auch. Und so haben wir es dann gemacht. Ich glaube, du wurdest sogar ausgezeichnet dafür, ne? Wie gut du das gemacht hast. Ja, ja. Also und ich glaube sowieso am Ende, alles, was man wirklich braucht, lernt man eigentlich dann auch danach.
total, oder nicht? Also absolut. Ist das wirklich wichtige Zeug? Ich habe dann wirklich nur meiner Mama zuliebe sozusagen, die wollte unbedingt und meinte natürlich, ich hätte so gern, dass ihr einen Abschluss habt. Und wir mussten dann gar nicht mehr, wir waren dann 18, wir waren ja ganz lange freigestellt von der Schule. Und dann hat sie gesagt, ey, wenn ihr das noch machen könnt, das wird mir so viel bedeuten. Dann haben Tom und ich gesagt, okay, dann haben wir uns 4 Wochen echt hingesetzt und haben wirklich nur 4 Wochen auswendig gelernt und dann die Prüfung noch abgelegt. Aber da brauchst du natürlich nie wieder was von. Also, ja. Und währenddessen seid ihr einfach viel unterwegs gewesen. Alle wollten euch unbedingt, haben so ein bisschen auch an euch gezerrt. Wahrscheinlich kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß noch, ich war ja früher bei Viva, habe ich moderiert. Und da habe ich einmal, es gab irgendeine ganz große TV-Show. Und da wart ihr, ihr seid da aufgetreten und auch Lenny Kravitz. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, ehrlich gesagt, ja. 100 Jahre her. Da war es so, dass ich war erst bei Lenny Kravitz und habe mich total gewundert, wie wenig da so los ist. Und dann hattet ihr Generalprobe und fast der ganze Saal war voller Menschen. Das war so krass. Ja. Es war wirklich krass zu sehen, was ihr da einfach für einen Stellenwert hattet. Also auch gegen so einen US-Star. Ja, das war schon crazy. Es waren immer, also für uns war es ja auch zu der Zeit echt schwer, irgendwo hinzugehen. Ne? Auch bei unserem Haus, ich habe das gerade auch geschrieben im Buch, das war so, das waren ja dann irgendwann nicht nur Fans auch, die gucken wollten, sondern das waren dann auch Schaulustige, weil es einfach so eine Attraktion auch war, zu denken, ey, jetzt wollen wir aber auch mal einen Blick auf die erhaschen, ne? Jetzt wollen wir uns die auch mal angucken. Und darum war es dann irgendwann einfach echt so ein Tumult von Leuten einfach, ne? Also bei uns vorm Haus war es irgendwann, das war so ein Happening. Ich habe fast das Gefühl gehabt, wir standen irgendwie da im Stadtplan, dass die Leute meinen, und jetzt halten wir nochmal beim Kaulitzhaus an und dann gucken wir uns die Zwillinge auch nochmal an im Garten. Ne? Also Das war wie im Zoo, genau. Mhm. Voll, total. Ja, wie ist das denn für euch dann? Also ich meine, ich kann total verstehen, dass ihr dann gesagt habt, so, raus hier, raus, 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 raus. Ja, wir haben dann irgendwann halt auch festgestellt, so, also irgendwann hatten wir auch genug von dem Arbeiten und dann denkst du auch irgendwann, jetzt will ich auch mal irgendwie ein Leben haben, also so ein richtiges Leben, weil du lebst ja wirklich so isoliert und irgendwann stellst du fest, ey, du bist eigentlich ein totaler Freak, du gehst nirgendwo hin, ne? Du weißt überhaupt nicht, wie du mit Leuten normal kommunizieren sollst und dann, da war ja immer jemand dazwischen, wir haben ja nicht mal selber Essen bestellt, ne? Ich konnte ja nie einfach mal aus dem Auto raus, alleine irgendwo rein oder alleine Leuten begegnen. Da ist immer jemand vorgegangen und jemand hat das vorher gecheckt oder jemand hat für mich bestellt oder so. Ne? Und wir hatten dann diesen Zaun drumherum, davor immer Leute, du konntest da nicht rausgehen. Und dann sind sie ja auch noch eingebrochen irgendwann bei uns und wir dachten ey, was machen wir dann? Und dann dachten wir ja, umziehen macht keinen Sinn, weil wir waren ein paar Mal schon umgezogen, da fahren dann 20 Autos hinterher und sofort ist wieder klar, wo du wohnst. Und dann dachten wir ja, eigentlich müssen wir das Land verlassen. Was so krass ist, die Überlegung, ja. Wirklich. Also das ist ja schon eine krasse Flucht irgendwie am Ende auch. Ja, es war eine Flucht irgendwie auch vor der eigenen Karriere, ne, weil wir auch irgendwie immer unserer Karriere hinterher gerannt sind, ne. Also ist uns immer vorausgeeilt und du konntest ja auch nie Leuten normal begegnen oder kennenlernen und wir waren irgendwie auch so vereinsamt und darum auf der anderen Seite war es aber auch gar nicht so eine Riesenentscheidung, weil wir hatten kein Privatleben. Also von daher dachten wir, nehmen wir doch das kleine bisschen gar nicht Privatleben und verlagern das auf einen anderen Kontinent. Ja. Und wir haben einfach echt, wir haben damals unsere Eltern mitgenommen und Tom hatte eine Freundin, die haben wir mitgenommen, wir haben unsere Hunde eingesackt und dann sind wir einfach los und dachten, ey, dann schlagen wir halt woanders unser Zelt auf und dann war es L.A. Wie war das denn für eure Eltern? Also die waren ja eh immer so bei uns. Die mussten wir ja so ein bisschen auch selber davor beschützen, weil die konnten ja auch nirgendwo hin. Ne? Das heißt, wir hingen als Familie so zusammen natürlich. Also wenn man Eltern sagt, dann ist dann, wir reden von eurer Mama und vom Stiefpapa. Von meiner Mama und Stiefpapa, ja. Genau. Der uns auch irgendwie zur Musik gebracht hat. Die sind zusammengekommen. Da waren Tom und ich 7 Jahre alt. Ja, und dann deswegen seid ihr nämlich danach, wie heißt es, Lotsche? Lotsche, genau. Also nee, ich glaube, wahrscheinlich die da im Dorf sagen Lotsche, aber wahrscheinlich heißt es Leute. genau, und deswegen sind wir da auch hingezogen. Ja. Genau. Ja, und die waren dann auch noch mit dabei. Die sind dann mitgekommen und dachten, ja komm, dann gehen wir jetzt alle zusammen nach Amerika. Ist ein Abenteuer. Aber krass, weil irgendwie haben die ja dann auch ihr Leben hier ein Stück weit aufgegeben. Aber es war sowieso für alle, es war für alle schwierig. Also meine Mama hat dann auch irgendwann einen anderen Namen angenommen, weil sie meinte, auch Kaulitz da zu heißen in der Region geht auch irgendwie nicht. Stimmt. Also du kannst nirgendwo hin oder du kannst nicht mal eine Pizza bestellen, ohne dass jemand sagt, Kaulitz, warte mal,
die Frau Kaulitz. Klar. Ne? Und dann ist es irgendwann, war es eben für alle auch so, ey, komm, wir machen irgendwo einen Neuanfang und ziehen uns mal zurück aus dieser ganzen Öffentlichkeit. Und dann dachten wir, komm, wir gönnen mal allen eine Pause. Ja. Ich meine, ihr habt ja gar kein, das, was man als Teenager normalerweise so macht, das konntet ihr ja alles nicht machen. Also ihr seid ja auch im Fernsehen aufgewachsen, vor allen Augen. Also jeder, ich sag mal, Fehler wurde gesehen, jedes, das Beste wurde gesehen, also alles, ne? Ihr wurdet geliebt, ihr wurdet aber auch gehasst. Das ist irgendwie so die ganze Bandbreite. Ich finde, das ist so, also das ist ja auch ein krasser mentaler Druck, der da irgendwie auf einem lastet. Ja, darum habe ich auch immer gesagt, das ist so, Deutschland war natürlich für uns immer extrem so wie ein Big Brother Haus die ganze Zeit, ne? Also die Leute haben ja echt jeden Schritt einfach mitbekommen von uns und wie gesagt, wir haben vor 15 Jahren angefangen, Monsoon ist 15 Jahre geworden dieses Jahr. Und ja, und natürlich haben die Leute auch immer das Gefühl gehabt, sie sind ein Teil davon, ne? Und sie sind eine Meinung davon. Das heißt, so ein Privatleben war uns gar nicht erlaubt, ne? Eine lange Zeit. Das war einfach für die Leute klar. Die wollten jeden Tag checken, was machen die denn? Und wir gucken noch mal rein in das Aquarium. Unter Wasser. Ja. Zu den kleinen Aliens. Genau. Genau. Auch in Amerika ist so witzig, dass so manche Freunde, die ich noch von damals dann auch habe, die sagen, ey, ihr wart so komisch am Anfang. Ihr habt ja kein Wort gesprochen. Ne? Diese, ich weiß noch, als du zum ersten Mal reinkamst, standen zwei große Securities neben dir und man traute sich gar nicht, dich anzusprechen und alle hier saßen da und dachten, hä, wieso, wer ist denn das? Aber für mich war das normal, ne? Ich habe das ja auch gar nicht mehr mitbekommen, ne? Ich habe mich auch gar nicht getraut. Ich habe dann erstmal auch gemerkt, mit 20, wie das so ist, Leuten zu begegnen, also denen richtig zu begegnen und zu gucken, ah, okay, die fragen dich wirklich aus Interesse, wie geht's dir oder was machst du eigentlich oder so. Und dann lernt man sich erstmal kennen und guckt, wie funktioniert man außerhalb der Karriere und wie ist es auch sein, der Architekt sozusagen von seinem eigenen Leben zu sein und welches Leben willst du auch leben? Also ohne, dass dir das jemand anders vorgibt oder jemand anders dir sagt, wie sie es gerne hätten und wann die nächste Platte kommen muss und so weiter, sondern dass du erstmal sagst, hey, was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir das so privat vor? So. Und welches Leben möchtest du leben? Also ich glaube, ganz wichtig ist uns geworden, so eine Balance zu haben und so einen Rückzugsort. Und eigentlich bin ich ein totaler, ich liebe es, mit Menschen zu sein. Ne? Also ich liebe, weil wir jahrelang so isoliert waren, liebe ich das, mit ganz vielen Menschen zusammen zu sein. Und ich habe heute ganz viele tolle Freunde und glaube ich auch echt ein super schönes Privatleben irgendwie mir so erkämpft, wo ich echt gern mit vielen Leuten unterwegs bin und gerne mit Leuten rede und Nächte verbringe und durch quasi, ich feiere auch gern und gehe gern raus und so. Und ich glaube, das ist das, ne? Diese Isolation, die wir so lange hatten, das habe ich heute total umgedreht und ich bin so total offen und denke eher so und umarme alle und denke so, hey, komm, also jetzt nicht mehr umarmen, aber kommt mit, ich nehme euch alle mit. Genau, ja, voll. Also jetzt, ich habe das so dann total eingeatmet, ne? Dieses Leben, ja. Dieses Rausgehen und mit Leuten in Kontakt sein. Ich habe was Kleines für dich. Die These. So, ich habe eine These für dich. Okay. Ne? Pass auf, meine These ist, wenn man so da im Fokus ist und mit so vielen Menschen ist und du gibst ja so viel von dir auch selber immer an andere auch ab, ne? Dann kennt man auch Einsamkeit. Ist das richtig? Total richtig, ja. Also ich würde das total unterschreiben. Ich glaube, man hat das so ganz krass, wenn man auch so bei Konzerten und Meet and Greets danach und so weiter und so viele Leute trifft, dann kommt man aufs Zimmer und fühlt sich so leer und so leer gesaugt und natürlich dann auch einsam. Also ich kenne das total gut, dass dann auch das Team, alle gehen nach Hause und machen die Tür zu und jeder geht zu seinem Leben zurück, ne, zu seiner Familie, zu seinem, ne, das wirkliche Leben, ne, und das ist das, was ich meine. Alle hatten ein wirkliches Leben daneben, aber ich habe die Tür zugemacht, aber ich bin ja immer noch Bill Kaulitz dann, ne, ich kann das nicht ausschalten oder eine Pause davon machen oder denken, so jetzt mal wieder das wirkliche Leben, sondern das war ja dann mein Leben und dann musst du ja auch mit dir leben und umgehen, wenn die Kameras aus sind und wenn die Fans aus der Halle weg sind und so weiter. Und da war dann nicht viel, ne? Und da ist man dann oft einsam. Obwohl zum Glück, ich sagen muss, ich hatte natürlich die Verbindung mit Tom, ne? Das ist natürlich ganz krass. Obwohl wir natürlich zusammen auch dann einsam waren. Aber zum Glück hatte ich die Jungs. Ich glaube, so ganz alleine zu sein, so als Solokünstler, ist nochmal auch eine andere Nummer. Mhm. Ich bin froh, dass wir auch eine Verbindung davor hatten und, ne, ein Leben zusammen vor der Karriere und wir uns nicht da erst kennengelernt haben, sondern wir halt diese Freundschaft und diese Verbundenheit hatten und deswegen auch ganz gut, glaube ich, füreinander da sein konnten irgendwie. Auch wenn wir natürlich alle zusammen in diesem crazy Ding gesteckt haben. Aber ich glaube, es war schon schön, dass wir uns hatten irgendwie. Und apropos crazy Ding.
Asking for a Friend. Was waren denn die krassesten Eskapaden, die ihr so durchlebt und gemacht habt? Oh Gott, die krassesten Eskapaden. Wovor musste man richtig Schiss haben, wenn man wusste, oh, jetzt komm. Also wir haben ehrlich gesagt echt Hausverbot in vielen Hotels, muss ich zugeben, weil wir natürlich als Teenager auch dann extrem überdreht waren, wenn wir von einem ganzen Tag Interviews machen und sich zusammenreißen und vernünftig sein, dann natürlich abends auch aufs Hotel kamen und irgendwie die Minibar ausgetrunken haben und dann Scheiße bauen wollten, ne, was halt so 16-, 17-Jährige machen. Aber was heißt denn Scheiße bauen? Also dass man das ganze Hotelzimmer umstellt? Ja, das habe ich zum Beispiel ein paar Mal gemacht. Wir haben es zum Beispiel geliebt, irgendwelche Sachen aus dem Fenster zu werfen. Ne, nicht wirklich. Auf irgendwelche Leute drauf. Nein. Also wir aber haben dann, größere Sachen oder kleinere Sachen? Also nichts Sachen. Verletzendes, aber natürlich mal so Essen drunter oder mal irgendein Wasser rausgekippt auf irgendwen drauf. Das haben wir dann zum Schreien komisch und sind dann mit irgendwelchen Rollern durch die Hotelflure gerast und so. Also einfach so totaler doofer Spaß, ne? Wo dann natürlich Leute dachten, ey, jetzt habe ich einen nassen Kopf, weil die von oben irgendwie das Eiswürfelwasser runtergekippt haben oder ja, so. Ja, wenn es nur das ist. Also wir haben niemanden schwer verletzt zumindest. Nicht, dass wir wüssten. Nein, nicht, dass wir wüssten. Stelle. Oh Gott, hoffentlich meldet sich jetzt keiner. Hallo, ich hatte damals eine Platzwunde. Ich möchte jetzt Reklamation. Du hast deine Eltern auch gerade schon mal kurz angesprochen. Mhm. Deine Mama ist Malerin. Genau. Und dein Papa, also die haben sich ja getrennt dann relativ früh, also wie meine Eltern auch. Ich habe jetzt zu meinem Vater ehrlich gesagt gar nicht so viel Kontakt. Ich habe aber auch keinen Stiefvater. Ah, okay. Aber du hast ja sozusagen einen Stiefvater. Mhm. Hat er dir auch so alles an Männlichkeit beigebracht? Ich würde sagen, also wir hatten das Glück, dass beide so wahnsinnig kreativ sind, ne? Und uns, glaube ich, wahnsinnig viel Freiraum gelassen haben. Also die Leute sind auch heute, wenn ich jetzt drauf zurückgucke, ist es so, dass ich denke, wow, wie entspannt und cool meine Eltern eigentlich waren, also mein Stiefpapa und meine Mama, weil die haben echt uns machen lassen, ne? Ich hatte mit 13 mein erstes Augenbrauenpiercing, mit 14 mein erstes Tattoo. Mhm. Ich durfte am Wochenende mit meiner Band in Clubs auftreten. Die haben uns da noch hingefahren. Die waren halt beide selber kreativ und deswegen, das haben sie uns, glaube ich, mitgegeben. Dieses totale Selbstbewusstsein, das zu machen, was man möchte und sein Leben dann so zu gestalten, weil sie halt selber auch ein Leben hatten, was eben nicht so super konservativ war und sehr freigeistig so. Und das hat er mir auf jeden Fall mitgegeben. Also er hat uns unsere erste Gitarre auch ins Zimmer gepackt, einfach aus Platzgründen damals und hat gesagt, ey, ich weiß nicht wohin damit, darf ich das bei euch hinhängen? Und wir so, ja, cool. Und wer von euch hat zuerst probiert? Und Tom hat sich das Ding gegriffen. Und ich war damals riesen Nena-Fan. Ja. Und was heißt damals? Also immer noch. Ja, ich liebe Nena, ne? Ist für mich mein absoluter Hero. Und ich habe immer ihre Kassetten gehört den ganzen Tag und die umgedreht und konnte jedes Wort mitsingen. Und für mich war immer klar, ich will genau wie Nena irgendwann auf der Bühne stehen mit Stirnband und da oben die Leute unterhalten. Ah, das heißt, sie war wirklich deine Inspiration dafür? Total. Das war die erste Künstlerin. Ich glaube, ich habe mit 5, 6 ihre Ärzte zum ersten Mal eine Kassette gehört bei meiner Tante und dann konnte ich rauf und runter die Lieder und habe jede Kassette gehabt, war total, hatte Poster, habe mir jeden Auftritt angeguckt und dann als Tom dann Gitarre gespielt hat, habe ich gesagt, okay, super, dann machen wir jetzt auch so ein Nena-Ding. Und dann fingen wir an, unseren ersten Song zu schreiben. Ja. Und er hat gespielt und du hast gesungen. Genau. Also es war gleich klar. Das war natürlich fürchterlich, das war gleich klar. Also Tom wollte schon vorher nie singen, macht er auch heute nicht. Ist lustig, weil der hätte eine super gute Stimme. Ich glaube, der könnte das genau wie ich, aber hat er nie gemacht. Er singt auch, also vor mir ab und zu, wenn andere im Raum sind, gar nicht. Ne? Da hört er sofort auf, da wird er ganz schüchtern. Krass für so einen Musiker. Total. Also so mit dem Singen, da sind die aber alle, auch Georg und Gustav. Ne? Ja. Also alles, was, ne, wenn die dann mal einen Chor singen müssen oder irgendwas, das geht gar nicht für die. Also da werden die so aufgeregt. Ja. Also das heißt, das Musikalische und das Freie habt ihr mitbekommen von euren Eltern und Höflichkeit haben wir ja schon gerade festgestellt. Und was waren so noch andere Werte, wo du sagst, das ist so gut, Gott sei Dank konnte ich das lernen, so von deinen Eltern? Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Mending, wie schon gesagt, ist so dieses Freiheitsding, ne? Sich nicht anpassen zu müssen, aber gleichzeitig meine Mom, wie gesagt, ist total auch schüchtern auf eine Art, also ne, die ist total zurückhaltend und lieb und ganz wie so eine Pusteblume. Was heißt das? Naja, die ist halt so übel.
übernett. Also alle, die immer kennenlernen, das ist echt, die ist fast echt schüchtern. Ja. Aber gleichzeitig eben auch immer kreativ gewesen. Ne? Hat selber genäht. Früher hat sie mir meine Sachen immer zusammen genäht. Weil wir konnten uns halt keine coolen Klamotten leisten. Und ich habe ganz früh angefangen dann, wie sie auch. Sie hat früher Klamotten entworfen. Und ich habe dann auch angefangen, selber meine Sachen zu malen und mir meine eigenen Outfits zu malen. Und dann hat sie mir das eben an der Nähmaschine dann zusammengenäht, wie ich es haben wollte. Ja, darum. Und wir hatten, und vor allem, glaube ich, Ehrlichkeit und dieses Vertrauen. Wir hatten zum Beispiel keine Regeln zu Hause. Also im Sinne von, Bestrafung. Regeln schon, Bestrafung. Also ich kann zum Beispiel auch gar nicht schlecht sein in der Schule und dann Angst haben, das zu erzählen. Mhm. Sondern wenn wir was nicht konnten in der Schule, dann war es so ein gemeinsames Ding. Ich habe das sofort meiner Ma erzählt und dann hat sie eher noch mit mir überlegt, okay, wie können wir denn morgen mal einen Spickzettel schreiben, dass du das hinkriegst. Ne? Ja. Also ich kenne jetzt auch kein Fernsehverbot oder sowas, sondern das war ein totales Miteinander. Also cool. Wir haben immer super großes Vertrauen gehabt. Also wir waren immer wie befreundet alle. Ja. Darum hatten wir immer ein sehr, sehr gutes, offenes, liebevolles Verhältnis. Ich finde, du bist tatsächlich für mich einer der ganz wenigen, die so die neue, moderne Männlichkeit personifizieren können. Also einer der wenigen Männer, die das wirklich schaffen. Und aber wenn du auch sagst, ihr habt früher schon genäht und gemalt und ihr habt super kreativ schon überlegt, wie willst du aussehen, wer willst du sein und auch so frei, das gehört wahrscheinlich alles auch mit dazu, zum einen der Mensch zu werden, der man dann wird, aber auch der Mann zu werden. Glaube ich, der man dann wird, oder? Was denkst du? Total. Also ich glaube, dass einen auch rückblickend, ne? Man versteht ja sein Leben auch immer rückwärts und lebt es vorwärts. Aber ich glaube auch so kleine Momente einfach, die dann, wo man dann zurückschaut und denkt, so krass, wie die einen dann beeinflusst haben und was die mit einem dann machen, wenn man älter ist. Und die hat man in dem Moment gar nicht so verstanden. Ne? Also diese Freiheit, die ich da bekommen habe, oder zum Beispiel David Bowie, damals hat mein Stiefvater mir diesen Film gezeigt, Labyrinth. Und das war für mich dann ja, Wahnsinn. Der Film, ja. Und den habe ich immer geguckt. Und damals hätte ich nie gedacht, dass ich heute mit 30 irgendwo sitze und darüber noch erzähle. Aber das war für mich einfach so eine Welt, die sich dann aufgetan hat und dass ich dann danach mich dann schminken durfte und so anziehen durfte und mir meine Haare so machen durfte, wie ich wollte. Ich meine, wie cool. Weil heute, ne, denke ich auch so, wenn ich jetzt Kinder hätte oder ich sehe das jetzt auch in der Band und so weiter. Wir rennen ja immer mal Kinder bei uns durch den Proberaum auch. Das ist schon auch nicht easy, immer so cool zu sein, ne? Ja. Und nicht den Finger zu heben und zu sagen, aber warte mal, ich will dir mal erzählen, wie das so war. Darum, also ich glaube, so eine Entspanntheit und so ein Urvertrauen zu haben und mit Kindern so eine Beziehung sich aufzubauen, das ist schon gar nicht so easy und echt eigentlich eine krasse Leistung, wenn ich da so zurückgucke. Und heute gucke ich drauf und denke so, wow, die waren schon echt ganz schön cool. Würdest du dir sowas wünschen auch, dann irgendwann später mal in Zukunft so mit Familie, Kindern, so dem Ganzen? Total. Ich habe immer, also es klingt jetzt so, aber umso älter man wird, ist es schon so ein bisschen so, dass man dann denkt, ja, irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen. Ich dachte immer, Kinder sind nie so ein Thema bei mir. Mhm. Jetzt liebe ich es aber auch. Heidi hat die 4 Kids. Ich liebe, wenn die around sind. Und unser Drummer hat eine kleine Tochter. Also wenn die kommen, ich liebe das schon. Und jetzt denke ich natürlich auch drüber nach und denke so, ey, die sind ja auch alle in meinem Alter. Und ich könnte mir irgendwie das auch vorstellen. Ja. Also ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Perspektive und verändert dein Leben nochmal so im Kern, dass ich irgendwie das schön finde. Ich liebe immer alles, was einen nochmal erschüttert. Ne? Und, würdest du denken, Kinder würden dich richtig erschüttern? Ich glaube ja. Ich glaube, das wird nochmal mich im Kern so einmal erschüttern und nochmal alles umrühren in meinem Leben. Und das fände ich irgendwie schön. Ich mag alle Herausforderungen und alles, was nochmal neu und anders ist. Und eine Freundin hat mal zu mir gesagt, wenn man ein gutes Herz hat und irgendwie ein guter Mensch ist, dann hat man auch schon fast eine Verantwortung, das weiterzugeben. Mhm. Und irgendwie hat sie ein bisschen recht. Und darüber denke ich dann immer nach und denke so, vielleicht. Finde ich ein schönes Bild. Ja. Das hört sich gut an. Ich kann mir das gut vorstellen. Du bist bestimmt ein ganz toller, cooler Daddy. Danke. Ich glaube auch genau, dass du genau das weitergeben würdest. Diese Freiheit, die man als Mensch gar nicht so häufig hat eigentlich. Ja. Also, weil das wird ja so oft eingeschränkt. Ihr kennt das am besten. Und das so weiterzugeben ist, finde ich, ein ganz großes Geschenk. Total. Also ich glaube, das wäre was ganz Tolles. Und wir sind ja so ein bisschen beim Thema Männlichkeit. Mhm. Was würdest du denn sagen? Also ich finde ja, es gibt ja verschiedene Männlichkeiten, ganz viele Männlichkeiten. Was ist denn für dich so die
Definition von männlich sein? Ja, es ist so schwierig, weil ich immer denke, also mir fallen da Sachen ein, aber dann denke ich gleichzeitig, wenn ich ihnen sage, die sind männlich, würde ich das den Frauen ja verbieten. Ja. Und dann denke ich natürlich wieder, weil eigentlich finde ich dieses Selbstbewusstsein zu haben, gar nicht in dieser Form zu denken, was ist männlich, das ist eigentlich Männlichkeit. Mhm. Ne? Also wenn man sagt, so für mich gibt es diese Schranken gar nicht. Ich zum Beispiel habe immer gesagt, bei Klamotten zum Beispiel, für mich gibt es nicht für Mann oder Frau, sondern es gibt nur verschiedene Größen. Ja. Ne? Und ich war früher immer in der Mädchenabteilung einkaufen, weil ich dachte, ey, die haben viel mehr Auswahl. Und ich fand es immer eine Frechheit, dass die Jungsabteilung so mini war. Ja. Und ich kann das verstehen. Ich gehe zum Beispiel oft bei den Jungs einkaufen, weil die einfach eine coolere Größen haben. So. Weil ich liebe so Oversize-Sachen eigentlich total gerne und deswegen kaufe ich da gerne. Und ich meine, für Frauen gibt es halt auch Boyfriend-Jeans. Für Männer gibt es keine Girlfriend-Jeans, oder? Genau. Und dann dachte ich immer so, die Grenzen, die müssen aufgeweicht werden. Ja. Das muss ich ein bisschen mehr vermischen. Und darum, und gerade wenn man auch ein kleines Budget hat und so, ich bin froh, ich meine, heute wird das immer offener, finde ich, und es gibt so viel Unisex-Kollektionen jetzt und so. Also ich finde, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Aber für mich wäre wahrscheinlich ja Männlichkeit, wenn man sagt, ich will diesen Stempel gar nicht so unbedingt haben, sondern ich nehme mir und picke mir die Sachen so raus, wie sie mir gefallen und nehme die von überall her, egal ob das in der Frauenabteilung und den Frauenstempel hat, und ich habe da keine Angst vor. Gibt's trotzdem irgendwas, wo du sagst, das findest du an dir total männlich? Wahrscheinlich so ein bisschen dieses Beschützerding bei Schwächeren. Mhm, also ja. Das habe ich zum Beispiel total, dass wenn zum Beispiel so auf Minderheiten oder jemand in der Unterhaltung alle auf einen gehen, ne, auch wenn das vielleicht eine Meinung ist, die vielleicht auch gar nicht unbedingt meine ist, aber oder wenn die nicht so populär ist und alle anderen hacken dann darauf rum, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Und so Fairness ist auch so ein Riesenthema für mich. Da kriege ich so ein bisschen so ein Beschützerding, ne, wenn so, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich so typisch männlich so ein bisschen bei mir. Entweder oder. Ich habe für uns ein paar, oder beziehungsweise für dich, ein paar Entweder-oder-Fragen. Mhm, okay. Bist du bereit dafür? Ja. Okay. Bill, nie wieder Tattoos oder nie wieder piercen lassen? Nie wieder piercen lassen. Ja? Ja. Ja, stimmt, du hast super viele Tattoos. Ich habe super ne? viele Tattoos und ich habe jetzt ein paar Piercings rausgenommen. Ich habe mein Zungenpiercing rausgenommen und das in der Augenbraue, was ich schon Genau, das habe ich rausgenommen. Darum, ich mag Piercings immer noch, aber Tattoos, glaube ich, würde ich auf jeden Fall auswählen. Du hast auf jeden Fall also deine zwei Piercings in der Lippe, in der Unterlippe und in der Nase. Dann habe ich noch eins in der Brustwarze. Mm. Ist das schmerzhaft eigentlich? Das also hat ich mich muss, schon immer gefragt. Ich finde Tattoos viel schlimmer, weil die dauern ja viel länger. Ne? Also ich glaube, dem auf der Hand, das hat 7 Stunden gedauert, dann irgendwie auf der Brust. Und das sind halt Schmerzen, die so lange gehen. Ein Piercing ist so zack drin, fertig und das zieht einmal und dann ist auch gut. Aber man sagt ja auch, man muss den Schmerz ein bisschen lieben, ne? Man muss schon ein bisschen draufstehen. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, wenn es nicht wehtun würde, fände ich es noch schöner. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Coachella oder Burning Man? Oh, schwierige Entscheidung. Oh, das ist echt schwierig. Mhm. Ich war bei beiden schon. Ich war bei beidem schon und Burning Man habe ich erst einmal gemacht. Das war aber mega. Was würdest du mir empfehlen? Ich war noch nie auf dem Coachella und noch nie auf dem Burning Man. Also die sind echt ganz anders. Also Coachella ist mittlerweile natürlich sehr viel kommerzieller auch und ist eher wirklich so ein klassisches Festival in dem Sinne, hat aber natürlich mega Partys und auch modemäßig geht da tierisch was ab. Ja. Burning Man ist wirklich auch Survival, ne? Also es ist dreckig, es ist super dreckig, es ist anstrengend, also der körperlich kostet dich das super viel Kraft. Coachella ist viel schicker, da fährst du in deine fette Villa mit Pool irgendwo danach und feierst dann irgendwie. Ich nehme das. Ne? Also das krieg ich die fette Villa da mit dazu? Das wäre mir noch wichtig zu wissen. Ich kann sie dir organisieren. Okay. Im Tourbus mit Nena oder Privatjet mit Britney? Oh Gott, das ist so schwierig, weil ich beide liebe. Ja. Wie holen wir Britney eigentlich aus dieser ganzen Geschichte raus? Ey, ich würde auch so gerne. Also ich habe sie schon ein paar Mal angeschrieben auf Instagram, aber ich kriege keine Antwort. Ja, wahrscheinlich, weil ihr Vater und ihre Schwester es kontrollieren, ja, oder? Ja, es ist total shocking. Also was da abgeht, das mit den Verträgen, das macht mich wirklich innerlich auch total wütend. Ich kenne das ja auch, in so Verträgen zu stecken. Wir haben auch ganz lange gebraucht, da rauszukommen, waren aber immer sehr emanzipiert und haben uns da immer richtig rausgeboxt und verteidigt. Und das macht mich wahnsinnig, das so zu sehen. Auch den Bruder, ich habe mir so ein Interview mal mit dem angeguckt, das fand ich ganz schrecklich. Ja. Dann sag ich mit Britney im Privatjet, einfach weil ich dann die Chance habe, mit ihr mal zu quatschen. Sehr gut. Netzshirt oder Nagellack? Nagellack. Und dann welche Farbe? Schwarz. Ja, dachte ich mir. Gucci oder Dior?
Schwierig. Also oder Lagerfeld. Früher wäre es immer Dior gewesen, ja. Weil das waren früher die einzigen Hosen. Ich war wahnsinnig dünn ja ganz lange und das waren die einzigen Hosen, die mir gepasst haben. Das war fast als ob Lagerfeld die wirklich für mich gemacht hat. Und ich hatte die in allen Ausführungen, die man sich vorstellen kann. Aber mittlerweile würde ich jetzt wahrscheinlich auf aktuellem Stand Gucci sagen. Speedo oder Badeshorts? Badeshorts. Auf jeden Fall. Ich hatte noch nie eine Speedo. Und ja, also ich finde es total okay, das zu machen, aber bei mir wird das einfach nicht aussehen. Ich habe nicht so geile Beine, dass ich sowas anziehen könnte. Berghain oder Aftershow-Party auf der New York Fashion Week? Für immer ist die Entscheidung, ja? Ja. Also ich würde jetzt eigentlich eher sagen Berghain, weil ich es einfach viel entspannter und cooler finde. Und Aftershow-Partys hatte ich schon so oft. Ich war nur einmal im Berghain bisher. Ich war dreimal. Ach echt? Mhm. Ich habe eine 100%ige Reinkommenquote. Weil eigentlich kommt man ja nie rein, ne? Ich war zweimal oder dreimal, ich weiß nicht, vielleicht auch nur zweimal und es fühlte sich an wie dreimal, weil ich so lange drin war. aber ja, es ist auf jeden Fall verrückt. Stimmt, man weiß nie, wann man reingekommen ist, man weiß aber vor allen Dingen nie, wann man da wieder rauskommt aus dieser Höhle. So, eine Woche kein Handy oder eine Woche ohne Make-up? Eine Woche kein Make-up auf jeden Fall. Okay, ein Jahr kein Tom oder eine Woche Urlaub mit dem Wendler? Wie nochmal? Ein Jahr ohne Tom? Ja. Also sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ganz schön lange. Oder eine Woche, ziemlich kurz, Urlaub. Aber mit dem Wendler. Würde ich lieber das machen. Nein. Ich würde lieber Urlaub mit dem Wendler machen. Und dafür habe ich dann Tom, ne? Sonst würde ich auf Tom verzichten. Aber würdest du Tom mitnehmen dann wahrscheinlich? Ich würde Tom einfach mitnehmen, genau. Und dann nicht mit ihm reden. Also mit dem Wendler meine ich. Carpe Diem oder Bausparvertrag? Carpe Diem. Hm. Champagner oder Mexikaner? Champagner. Kennst du Mexikaner? Nee. Höllengetränk. Dann sonntags wegen Vorabendeskapaden ausschlafen oder ausgeruht um 9 aus den Federn und joggen? Oh nee, auf jeden Fall ausschlafen. Ich liebe sonntags sind meine Hangover-Days. Also ich bin wirklich Samstag gerne feiern, lange aus, trinke auch mal zu viel, dass ich schön Sonntag nur im Bett liegen kann. Sonntag ist immer mein Tag, wo ich sage, da will ich nichts machen. Das ist mein einziger Tag in der Woche, wo ich mir nie Termine hinpacke, wo ich am liebsten auch nicht aufs Handy gucke und den ganzen Tag Netflix im Bett, Essen bestellen. Das hört sich nach einem perfekten Sonntag. Den entspannten Partner fürs Leben oder den absoluten Wahnsinn für eine Woche? Das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders beantwortet, aber jetzt würde ich sagen, den entspannten Partner fürs Leben auf jeden Fall. Ja, den Wahnsinn hatte ich auch schon. Ja. Also in den 20ern ging es um Liebe und irgendwie hatte ich das da so den Herzschmerz und Herz gebrochen und nicht funktioniert und Leiden und so und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Nee, hast du das Gefühl, du hattest schon mal die Liebe deines Lebens, du hast sie schon mal getroffen? Also ich glaube offensichtlich nicht, weil sonst, ich glaube wirklich die Liebe deines Lebens und das habe ich auch lange verwechselt, aber ich glaube, weil Schmerz und Liebe, ne, das liegt so und so Verlangen, das liegt so nah beieinander und ich habe mich auch lange gequält, ne, und dann immer so, wollte ich immer genau das haben, was ich nicht haben konnte und dann willst du es noch mehr haben, weil es irgendwie nicht funktioniert und nicht klappt und ich glaube eigentlich, am Ende des Tages muss Liebe einfach sein. Ich glaube, wenn du zu viel Negatives und zu viel Schmerz ist und du musst zu sehr daran arbeiten, ich glaube, dann ist es auch nicht richtig, ne? Auch wenn sich das anfühlt wie die große Liebe. Das ist so gut, dass du es sagst, weil das sage ich meinem Neffen immer. Mhm. Mit dem habe ich ganz viel Diskussion, der ist Anfang 20 jetzt schon und das bespreche ich immer mit ihm, weil das ist auch immer so viel und so tumultig und so. Ich meine, so ist und das Drama aber auch. Und ja, so, ne? Voll. Und das war bei mir auch so und ich glaube eben, dass das langfristig, das gibt es, das gehört auch dazu, glaube ich, das muss man auch mal haben, aber ich glaube, langfristig ist dann doch Liebe, die bleibt, die auch nach einer Aufgeregtheit noch da bleibt und nach diesem ersten Verliebtsein. Wirkliche Liebe, die muss einfacher sein. Und bist du so ganz romantisch? Total. Ja? So schlimm. Ehrlich? Also ganz schlimm. Und wie ist das? Also wie ist das denn? Also so, ich bin so, Tom sagt immer, oh Gott, zum Glück bist du nicht total glücklich verliebt, weil erstens würdest du keine guten Songs mehr schreiben und zweitens sagt er, du wärst sofort weg, ne, über alle Berge, weil ich bin so, wenn ich dann verliebt bin und ich verliebe mich nicht so einfach, aber wenn, dann bin ich da so drin, dass ich echt für keinen mehr erreichbar bin und dann würde ich auch in einer Pubbox nach Thailand irgendwo ziehen und würde, also dann zählt nichts anderes mehr für mich. Also ich bin da ganz schlimm. Also ich finde das krass, oder ich finde es auch witzig irgendwie auf eine Art, dass Tom dann sagt, dann würdest du keine guten Songs mehr schreiben. Schreibst du am besten, wenn du Liebeskummer oder leider, wenn du Herzschmerz hast? Ja, das ist ja so ein bisschen diese Künstlerkrankheit auch, ne? Also wenn man dann Schmerzen hat und es geht einem nicht gut, dann schreibt man immer die besten Lieder, was natürlich echt doof ist, weil man vielleicht auch deswegen sich immer wieder gerne mal verletzt und nochmal eine Wunde aufreißt, um einen guten Song zu schreiben. Ja, ich bin echt nicht gut in Happy Songs schreiben, da müsste ich mir dann jemand anders mit ins Studio holen. Also es gibt ja auch Leute, die können
sowas auch super. Aber ich habe mich schon immer gefragt, ob man dann deswegen als Musiker, also das auch gerne vielleicht selbst sabotiert. Ja. Genau deswegen. Genau, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass das so ein bisschen weil so weil man Angst hat vielleicht, dass man sonst sein kreatives Potenzial nicht mehr so ja, hat? Oder? Also es kann gut sein, wie gesagt, ich bin, wenn die kurzen Momente, die ich mal glücklich mit jemandem war, da gab es, das waren echt nur kurz leider, aber da bin ich nicht so kreativ. Ich mache da nicht viel, ich schreibe da nicht viel, für mich existiert da nicht viel anderes und ich kriege dann auch nicht so richtig den Output. Und wenn es mir richtig scheiße geht, dann bin ich auch ziemlich gut, was das. Aber vielleicht, ich meine, wenn du die richtige Dosierung mal hast irgendwann. Ja, aber irgendwann muss das ja mal so sein, eben, oder? Eben, sage ich ja. Und wenn man dann diese wirkliche Liebe, ne, die wir besprochen haben, wenn man die hat, ich glaube, die macht einen dann auch besser. Und ich glaube, wenn die vor dir steht, dann verändert sich auch hoffentlich nochmal was anderes in dir. Und ich glaube, dann hast du auch nochmal einen anderen Output. Die habe ich eben nur noch nicht getroffen. Und datest du aber? Mhm. Also es ist jetzt natürlich wahnsinnig schwer, voll, weil erstens wegen Corona, ja, du kannst jetzt nicht irgendwen einfach daten. Zweitens natürlich für mich ist es auch nicht so easy. Ich kann ja auch nicht die, ganz viel funktioniert ja über Online-Dating und Dating-Apps. Ich kann ja sowas nicht auch so einfach haben. Naja, Momentchen mal. Ja, okay, also erzähl. Also ich war jetzt mal eine Gib Weile, mir mal Tipps. Also pass auf, ich war eine Weile auf diesem Raya, ja, ne, kennst du? Ja. Das ist ja sozusagen, naja, wie soll man es erklären? Es ist so Tinder für ein bisschen prominentere Menschen, die in den Medien vielleicht, ja, eher arbeiten oder so, ne? Mhm. Ich habe das mal ausprobiert, ich finde das wirklich schrecklich. Also ich kriege dazu auch kein Gefühl. Mhm. Wirklich nicht. Das ist so technisch irgendwie. Also ich war auch bei Raya und dann ist es so, dann steht sofort da, sie haben alle Leute schon gesehen. Wirklich? Ich bin wahrscheinlich zu wählerisch. Weil bei mir zweite, dann steht da leider, sind keine Leute mehr available. Sie müssen, ja, wieder warten, bis wir neue gefunden, stimmt, haben. Stimmt, und dann muss man immer irgendwie 12 Stunden oder so warten. Also, oder irgendwie so, ja. Darum ist es schwierig. Und dieses Online-Dating, ja, ich bin da ein bisschen oldschool noch. Ja, aber, ich auch voll. Also ich liebe das einfach am besten über Freunde und Bekannte. Mhm. Das finde ich am schönsten. Ne? Also ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen schüchtern. Muss ich auch zugeben. Also bei mir dauert das auch ein bisschen. Ich bin dann auch eher der Kandidat, der nicht den Move macht oder dann eher wegguckt oder so und dann zu aufgeregt ist, lustigerweise. Aber warum? Ich weiß es auch nicht. Das ist wahrscheinlich noch meine Weirdness und von früher. Dass ich dann irgendwie denke so, und dann werde ich auf einmal wieder 12 oder 15. Ja, darum. Dating ist nicht so einfach. Aber ja, auf jeden Fall, natürlich sehe ich auch mal Leute, date auch mal. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht so einfach mit dem Verliebtsein. Ich beneide so ein bisschen Leute. Ich habe einen Kumpel, der hat mir letzte Woche erzählt, der verliebt sich eigentlich jede Woche neu. Und ich finde das irgendwie auch ganz schön. Ja, ist also, das gut oder ist das nicht so gut? Das heißt aber auch, dass man irgendwie alle 2 Wochen mega Stress hat, ja, oder? Aber der ist auch irgendwie dann immer aufgeregt und der erzählt mir dann immer, oder ich habe auch eine Freundin, die ist auch lustig in L.A., die alle 6 Wochen, ich kann eigentlich einen Timer danach stellen, sagt sie, das ist er, jetzt habe ich ihn. Ich habe auch ich so eine hab Freundin. Ich habe ihn gefunden und ich muss jedes Mal wieder lachen, weil ich denke, okay, ja, ich gebe dem mit 2 Wochen, ja, und dann ist es wieder vorbei. Ja, ich habe auch so eine Freundin, da ist immer die große Liebe für immer. Da ist sie, aber genau. Glaubst du ans für immer? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir werden nicht alle das Glück haben. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, glaube ich, auch, die in Partnerschaften leben, weil die nicht allein sein können und weil die jemanden, einen Partner brauchen. Ich kenne auch ganz viele Beziehungen zum Beispiel, die haben keinen Sex, die sind aber verheiratet, die sind zusammen, die wollen diese Partnerschaft, aber... Ich glaube, das nennt man Ehe. Weiß ich nicht. Ich kenne auch Ehen, da gibt es ganz viel Sex. okay. Aber ich glaube, ne, es gibt ja... Man kann nie reingucken und ich glaube, es gibt ganz viel verschiedene auch, also ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, das auch aufzuweichen, dieses, ne, es gibt nur das eine. Ich glaube, ganz viele Leute, ich sehe die sind zum Beispiel in einer glücklichen Partnerschaft, die wollen ihr Leben zusammen verbringen, aber die haben zum Beispiel dieses Sexuelle nicht mehr und lagern das dann aus. Und ich sage immer, ich selber könnte das für, ich würde jetzt nie sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, weil ich habe natürlich auch noch eine andere Vorstellung davon. Aber wärst du zum Beispiel eher polygam? Also ich stelle mir das total klassisch vor. Also wirklich so 2 Menschen, die den tollsten Sex haben und auch ne, jeden Tag das Feuer und das Verlangen und so. Und so stelle ich mir das vor. Und ich, wie gesagt, ich habe alles schon gesehen. Also ich kenne das und ich kenne, ne, ich habe auch so ein befreundetes Paar, die sind wirklich jedes Mal, wenn du sie siehst, denkst, die haben sich gerade kennengelernt. Die sind seit 25 Jahren zusammen und du denkst immer so, wow, wie mega. Aber ich bin auf jeden Fall romantisch. Ich glaube an die wahre Liebe. Ich glaube, wir können das alle finden. Und ob das in meinen Karten liegt, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Also ich glaube auch dran. Ich war ja auch schon mal verheiratet. Aber ich glaube auch trotzdem nach wie vor dran.
Das ich glaube auch an dieses für immer. Ja. Das irgendwie habe ich das auch in mir. Ich glaube ja auch Liebe, also ne, abgesehen von dem für immer, ich glaube Liebe ist sowieso das Wichtigste für uns alle. Ich glaube, das ist die Essenz von unser aller Leben. Ne? Ich glaube, das ist, warum wir hier sind. Wir wollen alle aufstehen, geliebt werden und es gibt so viele Formen und Farben und Varianten von Liebe und ich glaube aber, dass das ist der Grund, das ist unsere Grundessenz. Deswegen stehen wir jeden Tag auf. Mhm. Und ja. Finde ich sehr schön. Ich würde gerne noch jetzt über dein Label sprechen, weil ich war auf einer Fashion-Show von dir letztes Jahr und da hast du deine Mode gezeigt und du warst ganz, ganz stolz, glaube ich, darauf. Und es war alles so 90er Jahre inspiriert und auch die Musik war richtig geil. Also war so richtig diese geile 90er Jahre Musik, Magdeburg, L.A., heißt dein Label. Genau. Und weil wir auch sozusagen schließt sich ein bisschen die Klammer, angefangen haben mit am Anfang mit Durch den Monsun. Ihr habt ja jetzt auch durch den neuen Release und auch das neue Video, sieht man dich auch, ich glaube, gleich die erste Szene im Video, wie du vorm Spiegel stehst. Du schminkst dich vorm Spiegel. Du hast ein ganz geiles Kleid an übrigens. Gottes liebe ich. Was für ein cooles Blau auch. Und ich glaube, Mode, du hast es auch vorhin schon mal kurz angerissen, ist dir ganz wichtig. Wieso ist es dir so wichtig? Was sozusagen drückst du für dich auch damit aus? Also für mich war Mode immer halt auch Freiheit. Darum Freiheit ist für mich so ein Ding, es zieht sich durch mein ganzes Leben. Und so selbstbestimmt zu sein und selber zu sagen, das ziehe ich an und da kann mir keiner was zu sagen. Ne? Also das ist für mich immer das gewesen, da können Leute zwar eine Meinung zu haben, aber letztendlich diese Entscheidung triffst du ganz alleine jeden Tag. Ne? Und ich finde, man kann so gut damit auch meinen Tag beeinflussen. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe das Ding, wenn ich total hangover bin und mir geht's nicht so gut, ziehe ich immer ganz helle Sachen an, meistens weiß. Das heißt, wenn ich irgendwo was Weißes anhabe, wisst ihr Bescheid. Was kann man dann machen in dem Moment? Wie? Also wenn man weiß, du hast jetzt was ganz Weißes an. Offensichtlich geht's dir gerade nicht so gut. Ja, dann geht's mir aber schon mal besser, weil ich Weiß anhabe auf jeden Fall. Ach so, okay. Darum meine ich, weil ach so, du ziehst Weiß an, damit es dir dann besser geht, wenn es dir eigentlich nicht so gut geht. Ich finde, Mode macht auch so viel mit deiner Persönlichkeit. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich liebe auf der Bühne super extravagant angezogen zu sein. Ne? Ich habe dann hohe Schuhe an und ein Kostüm und so. Und für mich ist zum Beispiel so, wenn ich mit Jogginghose und Hoodie auf der Bühne wäre ich unsicher. Ist das dann zu privat? Ja, ich weiß es auch nicht. Mich macht Mode auch stark. Ich finde, das beeinflusst einen. Ne? Und wenn ich mich in meinem Outfit wohlfühle und stark fühle, und das ist zum Beispiel laut, dann fühle ich mich selber auch lauter und stärker. Ne? Und ich finde, man kann damit immer ganz gut was untermalen und ausdrücken und auch Musik unterstreichen. Ne? Und zum Glück geht das irgendwie alles so Hand in Hand. Und Tokyo Hotel war ja immer auch sehr visuell. Und darum, ich finde einfach, Mode und Musik geht unglaublich gut zusammen und man kann ganz gut seinen Charakter unterstreichen irgendwie. Also vielleicht mag ich deswegen so Oversize-Sachen, weil auf der Bühne sehe ich dann nicht so schmal aus. Ja, weißt du? Ja. Dann nimmt man sich ein bisschen mehr Platz. Total. Ich finde, man kann mit Mode ja ganz viel kaschieren, unterstreichen, verändern. Ich glaube auch diese Veränderung, das war für mich auch immer wichtig. So Stillstand, finde ich immer, ist der absolute Tod. Ich liebe immer, neu zu erfinden, anders zu sein. Ich finde auch andere Städte inspirieren einen, so wie die Leute sich da kleiden, wie die sich anziehen. Filme, ganz krass. Also Filme sind, glaube ich, so meine größte Inspiration. Auch modisch, ne, wenn man dann nochmal so alte Sachen anguckt, wie haben die sich früher gekleidet. Und dann natürlich auch Musik wiederum, wie gesagt, die 90er auf meiner Show. Ich habe dann ganz viel so alte Cuts genommen, was bei uns früher angesagt war, was in den 90er Jahren Musikvideos angesagt war, was wir früher gemacht haben. Wir haben uns immer in der Schule Sachen auf die Rucksäcke gekritzelt und geschrieben und so. Oder stimmt, das hast du dann auch auf deinen Jacken und genau, so. Genau, das habe ich dann auf meinen Jacken und auf den T-Shirts oder in die Hausaufgabenhefte. Ich habe zum Beispiel ein altes Hausaufgabenheft von Tom gefunden und habe die alten Nachrichten, die man sich da geschrieben hat, eingescannt und habe die alle in einen Print gepackt und einen Print daraus gemacht und so. Also darum, man kann da wahnsinnig viel spielen und ich liebe einfach auch, da die Grenzen verschwimmen zu lassen und auch einfach nur verschiedene Größen zu machen. Wir machen auch nicht männlich oder weiblich und unterscheiden da nicht und ja, Freiheit. Jetzt hast du die Freiheit, mir noch eine Frage zu stellen, wenn du willst. Was ich schon immer über Frauen wissen wollte. Also irgendwas, wo du sagst, warum machen das Frauen so? Wieso sind Frauen da so an dem Punkt? Oder wie denken Frauen über irgendwas oder irgendwie sowas? Und Gott, ich werde spannend. Ach, also ich hätte eigentlich so eine ganz oberflächliche Frage, weil die mich am meisten interessiert. Was findest du am sexiesten an einem Mann? Was macht dich da am meisten an, wo du denkst, boah, das finde ich mega. Also ich finde richtig sexy an einem Mann,
wenn er selbstbewusst ist, ja, und wenn er so ganz bei sich ist und so voll zu sich stehen kann. Mhm. Und ich finde total sexy an Männern, wenn sie sich mit sich selber auseinandersetzen auch. Ich mag, wenn Männer klug sind. Mhm. Und ich mag auch, wenn Männer feingeistig sind. Das finde ich auch ganz toll. Mhm. Und hast du optisch auch noch was, wo du sagst, ey, der, wenn der einen Bart hat, ach, optisch, oder einen Bauch oder Haare oder... Also ganz ehrlich. Also hast also du ich hatte so ein Ding, so ein Fetisch, also nicht Fetisch, aber so ein Ding, wo du sagst, so, oh, das finde ich immer schon gut. Obwohl am Ende kommt es ja eh immer anders, als man glaubt, weil ich glaube, man sucht sich ja nicht aus, in wen man sich verliebt. Nee, voll aber gar man nicht. Hat ja trotzdem manchmal so ein Ding, wo man sagt, ey, das finde ich schon extrem gut oder so. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also pass auf, ich hatte zwei lange Beziehungen in meinem Leben erst, ne? Also aber die waren beide richtig lang. Also die eine war, glaube ich, so fast 5 Jahre und die andere 12. Mhm. Und die beiden Männer sind so unterschiedlich, kannst du dir nicht vorstellen, optisch. Der eine ist blond und hat blaue Augen, der andere ist dunkelhaarig und hat dunkle Augen. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, aber ehrlich siehste, gesagt. Das ist ja dann ganz kann gut. Ich dir gar nicht so sagen. Das ist ja dann aber ganz gut. Das heißt, ja, du bist voll. Ja total offen. Da gibt es keine Einschränkung. Gar nicht. Ja, ist doch also, super. Es ist, glaube ich, dann eher so, wie man miteinander umgeht. Ja, ja, total. Darum meine ich ja auch ganz oft. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn man mich zum Lachen bringt, ist schon mal die voll. Halbe Miete drin. Stimmt. Also wenn ich mich richtig über dich kaputt lachen kann, ne? Ja, dann weißt du, du machst schon mal richtig viel richtig. Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut, da hast du recht. Also find das ich ist, auch. Da ist total viel, das klingt manchmal so banal, aber so wirklich, wenn ich so richtig ehrlich lachen kann, dann ist man auf einem guten Weg. Ja, und wenn man über jeden Scheiß reden kann miteinander und wenn ich auch nicht Angst haben muss, dass das jetzt ein doofes Thema sein könnte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also so, oder wo ich mich nicht selber so einschränke. Total. Oder irgendwie so anpassen muss. Ja, total. Sondern so ein bisschen goofy sein kann, so ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, wie wirke ich jetzt? Wie komme ich jetzt rüber? So dieses Ding. Mhm. Das würde ich sagen. Also wenn man das so miteinander hat, gut, das finde ich super sexy. I agree. Will, es war so schön mit dir. Schön war es, ja. Ich könnte stundenlang hier weiter quatschen mit dir. Also wirklich vielen Dank. Es war ganz schön. Ich fand, du hast ganz tolle Antworten gegeben auch. Also zu ganz vielen Dingen. Also auch gerade, wenn es nochmal darum geht, auch weil ich ja hier so ein bisschen auf der Suche bin nach, was ist die moderne Männlichkeit? Was macht die eigentlich aus? Ja, für mich bist das du. Das ist schön. Das freut mich sehr. Hat mir auch Spaß gemacht. Vor allem, wie gesagt, man denkt so, ne, man denkt da auch so wenig natürlich drüber nach. Und dann, ja, ich habe mir extra auch nicht zu viel vorher angehört, weil ich immer denke, es ist immer gut, auch spontan einfach auf so Sachen zu antworten, drüber nachzudenken. Und ich merke jetzt auch so beim Schreiben, zum Beispiel bei meinem Buch, wenn ich dann so zurückgucke und meine Mutter zum Beispiel hat bei so Passagen gesagt, so echt, das hat dich beeinflusst und darüber hast du früher nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, ey, wusste ich eigentlich auch gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann geschrieben habe. Und darum, ich fand es schön, da heute mal auch ein bisschen drüber nachzudenken, über Männlichkeit. Ja. Und dein Buch gibt's dann am 4. Januar, Das richtig? Kommt am 12. Oh, Januar, glaube ich. Januar. Genau, wir haben es noch einmal geschoben, aber ja, am 12. Januar. Career Suicide. Genau. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das war das krasseste Projekt, was ich je gemacht habe. Und ich dachte echt, aufregender geht's nicht mit den Sachen, die ich schon gemacht habe. Aber das hat auf jeden Fall ist nochmal ein ganz anderes Level. Und es ist ein krasser Titel, finde ich. Mhm. Wieso heißt das Career Suicide? Also es ist so ein bisschen, das ist mir immer begegnet in meinem Leben. Also so Besserwisser, Leute, oh, die einem sagen, das ist Karriere-Selbstmord. Total unsexy übrigens. Männer, die alles besser wissen wollen. Ja, total. Und aber davon, auch bei Frauen. Davon gibt's ja auch ganz viele so im Musikbusiness gerade, die sagen, oh, wenn ihr das jetzt macht, dann bringt ihr euch um karrieremäßig. Mhm. Und das höre ich eigentlich schon, seitdem ich 15 bin immer und habe auch ganz viele von den Sachen eingerahmt auf meinem Schreibtisch stehen. Ja, und auch weil es, glaube ich, ein sehr mutiges Buch ist, was sich viele so nicht trauen würden zu schreiben, die noch aktiv in der Musikszene arbeiten. Oh, ach so, weil du richtig mal sagst, wie es hinter den Kulissen aussieht. Also ich sage so viel, dass ich Angst habe, dass es viel zu viel ist. Also mein bester Kumpel hat mal reingelesen und meinte, hat sich totgelacht und meinte dann, ey Bill, du ziehst ja so die Hosen runter. Also danach, ich meine, dann gibt's keine Geheimnisse mehr. Also dann weiß ja jeder alles. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe ja nie in meiner Karriere was gemacht, um anderen zu gefallen und irgendwo reinzupassen. Und darum habe ich gesagt, ich schreibe jetzt auch keine Künstlerbiografie, die so ist wie die anderen, sondern ich wollte eine schreiben, die fast zu krass ist zum Drucken. Ja, ich freue mich sehr drauf, am 12. Januar. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass wir uns hier gehört haben. Ich auch. Das war Bill Collins beim GQ-Podcast Nice am Stil Lifestyle. Ich danke dir. Dankeschön.